Nachdem ich einmal einen Film über die Darjeeling-Bahn gesehen habe, hatte ich das Bedürfnis, mir einmal solch eine Lokomotive als Bausatz zuzulegen. Leider habe ich keinen gefunden und wurde dann aber in England fündig bei der Firma Roundhouse. Die haben solch ein Modell schon seit vielen Jahren, allerdings fertig montiert. Ich habe mir dieses Modell einmal bestellt mit Handsteuerung. Es gibt diese Maschine auch mit zwei Servos und Fernsteuerung. Aber man kann nachträglich diese handgesteuerte Lokomotive mit zwei Servos, eins für die Umsteuerung und eins für den Dampffahren, noch nachträglich ausrüsten. Und dann kann man auch ferngesteuert fahren. Das ist ein sehr schönes Modell. Mit imposanten Lampen vorn und hinten. Es ist detailliert ausgerüstet. Bewegliche Kupplungen, Anhängeketten vorn und hinten. Im Führerstand ist das Gasregelventil. Damit kann man die Verbrennung steuern, mehr oder weniger Gas, gibt dann weniger oder mehr Heizleistung. Und hier ist ein Nachspeiseventil drin. Der Dampfhahn hat einen ganz langen Hebel, damit kann man sehr gefühlvoll die Geschwindigkeit regulieren, also die Dampfmenge. Ein schönes kleines Manometer drin, wie das in England so üblich ist. In Deutschland sind die meistens etwas größer. Hier ist der Wasserstand und hier die Öleinfüllschraube. Die Umsteuerung passiert bei dem Modell mit Handsteuerung durch diesen Hebel, der einrastet für Vorwärts, Stopp und Rückwärts. Die Funktion sieht man dann auch hier in der Umsteuerschwinge, Vorwärtsfahrt. Stopp- und Rückwärtsfahrt. Unter dem Dampfdom sitzt ein Sicherheitsventil. Die Kohle ist, wenn man möchte, abnehmbar. Das ist so eine Platte mit aufgeklebter, imitierter Kohle. Unter der Kohleabdeckung ist der Gastank. Da ist er, mit einem Ronsenfüllventil.
Die Lokomotive ist sehr robust und funktioniert auf Anhieb. Sie wird im Werk in England, wird sie montiert und einlaufen lassen. Ist auch eine völlig problemlose Maschine und sieht wunderschön aus. Lackierung ist auch sehr sauber. Keine Pickelchen im Lack. Hochglänzend, ganz klasse lackiert. Jetzt muss ich die Kohle doch nochmal abnehmen. Und so sieht sie unten drunter aus. Ich fahre die Lokomotive eigentlich nicht. Sie steht meistens nur zum Spaß, zum Angucken. Aber ich denke, dass sie viele Jahre fahren wird, bevor mal irgendwelche Schäden dran sind, die man auch selber reparieren kann. Wirklich eine tolle Maschine. Hier unten ist noch ein Fach für den Empfänger, Receiver. Eine richtig prächtige Maschine. Ich kann mich nur bedanken bei meinen Dampffreunden aus England. Da haben sie ein ganz klasse Modell herausgebracht.